Und es geht mal wieder weiter mit Dragon Age. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Es ist Sonntag und ich muss hier aufnehmen, damit ihr schön eine Folge zu sehen bekommt, damit ich euch quälen darf. Der Butler. Ich glaube, wir wollten zu Harrowmont mal kurz schauen. Das machen wir doch gleich mal. Nein, nicht pausieren, das wollte ich jetzt gar nicht. Hallöchen. Ich gestehe, so rasch hatte ich euch nicht zurückerwartet. Ich habe noch nichts aus der Stadt des Staubs gehört. Habt ihr Jarvia gefunden? Nein, dazu komme ich noch. Ich habe bei der Versammlung durchblicken lassen, dass ich schon bald etwas Großes zu verkünden hätte. Verdammt! Wir lesen uns einfach nochmal das Quest-Tagebuch durch. Fildershorn können wir nicht finden, die Kirche ja auch nicht wirklich. Zirkel der Magie, nein. Na, lege Chavia und ihrer Kater das Handwerk, das ist unsere jeweilige, unsere Aufgabe. Finde einen Fingerknochen, spüre den Dieb auf, der ein Buch aus der Halle der Bewahrung gestohlen hat, und finde im Ortenteig Unterlagen über Ortas Familie, okay? Ja, erstmal Zugang zu Chavias Versteck. Du hast herausgefunden, dass das Hauptquartier von Chavias Kater unter der Stadt des Staubs liegt. Die Türen, die dort hineinführen, sind versteckt. Und du benötigst einen speziellen Fingerknochen, um sie zu öffnen. Bringe einen Fingerknochen in deinen Besitz und verschaffe dir damit Zutritt zu Chavias Versteck. Ja, schön. Wo sollen wir so einen Fingerknochen herbekommen? Fingerknochen. Mann, 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 Mann. Wo könnte man den herbekommen? Ah, königlicher Palast, glaube ich mal nicht. Die Halle der Bewahrung. Nein, ich weiß ja nicht. Ah, ein Fingerknochen. Wo gibt's Fingerknochen? Ständeviertel. Okay, tiefe Wege dürfen wir noch nicht, oder? Wir gucken noch mal, ob die noch da stehen. Ja, die stehen noch da. Edelsteinhändler, Moment. Seid gegrüßt und willkommen bei Garrinsons Geschäft für Luxusgüter. Wir haben... Wow, ihr seid aber viele. Und von denen habe ich noch nie einen gesehen, was es alles gibt. Was sagte ich gerade? Ach Mann, oh Mann. Seht euch ruhig um, hoffe ich. Richtig. Ich habe hier großartige Sachen, alle natürlich verbessert mit Lyrium. Hat der irgendwas Fingerknochenartiges? Nein, du bist scheiße. Dich mag ich nicht mehr. Bei dir kaufe ich nie wieder ein. Figos Importwaren. Importwaren, das hört sich doch gut an. Hey, Moment mal. Da sind wir jetzt das erste Mal drin. Das ist alles, was ich derzeit habe. Ich hätte mehr, wenn ich etwas verkaufen würde. Na sowas. Wir haben Besuch bekommen. Ein Freund von euch? Gibt es hier ein Problem, guter Mann? Bedrohen euch diese Männer? Bitte mischt euch hier nicht ein. Ihr wisst ja nicht, wie diese Leute sind. Dann werde ich uns einmal vorstellen. Es sind gefährliche Zeiten hier in Orsamar, Fremder. Zum Glück bietet Jarvia aus Mitleid Schutz vor dem Chaos an. Ihr tragt da einige wertvolle Sachen, die euch zum Ziel von Schurken machen könnten. Wenn ihr von der Charta eine Garantie für eure Sicherheit wollt, kostet euch das lediglich 10 Gold Sovereigns. Andernfalls weiß ich nicht, was geschieht. Das klang wie eine Drohung. Gebt ihr jetzt dem Fonds Rettet die Fremden eine Spende? Oder muss ich euch zeigen, wie gefährlich Orsama ist? Ja, zeigt es mir. Wie ihr wünscht, toter Mann. So, das sind jetzt die Leute von Chavia. Das heißt, wir töten die mal schnell. Moment, mit Morrigan gehen wir auf diesen. Und mit Severin auf den.
Ich habe schon fast den Namen von dem vergessen. Oh, oh, oh. Alistair verliert ganz schön schnell sein Leben. So. Los, tötet sie. Mann. No Name hängt schon wieder. Was macht der? Der gammelt da rum. Wird erledigt. Das wird nicht lang dauern. So und so. Das ist einfach zu leicht. Und alle besiegt. Was habt ihr getan? Bei den Ahnen, er ist tot. In meinem Laden. Ich muss hier weg und mich verstecken. Javia wird mich dafür jagen. Javia führt die Karte an. Wisst ihr etwas darüber? Sie ist ein Monster. So einfach ist das. Die Karta hat früher nur eigene Leute ausgeraubt. Aber seit Javia da ist, wagen sie sich sogar in die Oberstadt. Wer immer den Thron besteigt, sollte dieses ganze Nest ausrotten. Die Karta ist schlimmer als ein Rudel Höhlenratten. Geht jetzt zurück an eure Arbeit. Zurück an die Arbeit? Ich kann hier nicht mehr bleiben. Javia wird nach mir suchen. Eigentlich sollten wir gar nicht reden. Ich muss weg. Ja, dann verpiss dich mal. Hat hier irgendwer einen Fingerknochen oder so? Sehr schön. Steinsalbe? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hat hier niemand so einen verdammten Fingerknochen. Vielleicht wenn die hier Skelette sind. Nein, auch nicht. Ach, Menno Mensch. Menno Menschi. Wo bekommen... Hier bin ich. Vergesst es. Ja, jetzt habe ich den aus Versehen angeklickt. Ah, Mann. Was wollen wir jetzt hier ohne Fingerknochen? Super, super, super. Moment. Vielleicht ist hier was drin. Oh, Moment. Der hat eine Quest. Willkommen in der Rüstungsschmiede der Familie Jaina. Ihr seht wirklich genauso aus, wie man es sich vorstellt. Sucht ihr einen neuen Panzer? Wir bei Jaina haben von Leder bis Platin alles. Dann zeig doch mal her. Natürlich. Vergesst nicht, wir tauschen auch. Nein, nichts für mich. Weg da. Atrastvala, seid ihr wegen einer Rüstung oder zum Gespräch hier? Jaina, habt ihr eine Tochter namens Dagna? Ja, hat sie euch belästigt? Sobald sie den Gestank der Oberfläche riecht, lässt sie nicht mehr locker. Wie eine Klette. Sie will Magierin werden. Dieses Mädchen. Ich sage ihr seit Jahren, dass sie diesen albernen Plan aufgeben soll. Magie ist Menschensache. Wenn Dagna Erleuchtung möchte, kann ich sie zu einem Lyriumbearbeiter in die Lehre schicken. Es tut mir leid, dass sie euch belästigt hat. Ich möchte ihr bei ihrem Studium der Magie behilflich sein. Wisst ihr überhaupt, was das bedeutet? Wenn Dagna zur Oberfläche geht, verliert sie ihre Kaste und kann in Orsama nie mehr arbeiten oder heiraten. Zwerge sind nicht magiebegabt und Dagna weiß das. Es ist nichts als ein hartnäckiger Kindheitstraum. Bitte schickt sie zurück, wenn ihr sie seht, damit ich sie zur Vernunft bringen kann. Na toll. Ich glaube, ich kann mich noch an die erinnern. Das ist die, für die wir zum Zirkel der Magie sollen. Und wer ist... Ach, da ist ja die Dagna. Moment. Na, ich sehe sie hier auf der... Karte. Ach, da ist sie doch. Vor der Tür, genau. Hallo, wie kann ich... Ihr seid... Und ist es schon... eine Weile her? Lange genug, um zum Zirkel und zurückzureisen? Oh, bitte, was haben Sie gesagt? Euer Vater will nicht, dass ihr zum Zirkel geht. Ihr habt mit ihm gesprochen? Natürlich will er, dass ich bleibe, um mich gegen eine ordentliche Mitgift an einen pockennarbigen Schmied zu verhökern. Er hat mich nie verstanden. Ich gehe in jedem Fall. Ich breche sofort auf. Ich tue alles dafür.
Ich will nur dort sein. Danke fürs Fragen. Noch nie hat jemand so viel für mich getan. Ist die Quest jetzt vorbei oder wir gehen nochmal zum Vater? Hä? Moment mal. Nein, die Quest ist immer noch da. Okay. Ja. Werden wir schon sehen. Wir reisen dann irgendwann sowieso nochmal zum Zirkel der Magi. Und dann werden wir schon sehen. Wir gehen nochmal in die Schenke. Vielleicht sind ja da auch ein paar. Ich werde es tun. Ach, geh schon. Nein, hier ist eigentlich niemand. Ihm gesagt, dass ich nicht verstehe, warum nicht jeder am Turnier teilnehmen darf. So zeigen die Ahnen ihr Wohlwollen, heißt es. Und dafür brauchen wir... So, raus da. Wir verplempern hier den ganzen Part mit rumrennen und nicht wissen, was wir tun sollen. Was ist das für ein Händler? Gemischtwarenhändler. Gruppe sammeln und weiterziehen, natürlich. Jetzt versuchen wir einfach nochmal hier irgendwie weiterzukommen. Alimas Laden. Hat der jetzt irgendetwas? Wonach sucht ihr? Leuten wie euch verkaufen wir nichts. Oder habt ihr etwas anzubieten? Lasst mich eure Waren sehen. Natürlich. Nee, der hat auch nichts. Irgendwas, was mit Fingerknochen annähernd zu tun hätte. Ah, ich hasse Rätsel. Ich hasse Rätsel wirklich. Über alles. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Weiter. Durch den Schlitz sehen. Nichts tun. Na, wunderbar. Nun, wen haben wir denn hier? Javier sagte schon, dass ihr Ärger sucht. Glückwunsch, ihr habt ihn gefunden. Ah, hier sind jetzt auch wieder... Oh, ganz schön viele. Das ist überhaupt nicht toll, gut oder was auch immer. So, Morrigan geht auf den da hinten und weiter geht's. So, so. Morrigan halt gleich mal wieder. Severin macht den hier kalt. Und Morrigan gleich wieder heilen. Moment. Jetzt. Severin macht den auch platt. Tötet mich nicht. Verdammte Ahnen, was haben sie euch an der Oberfläche bloß beigebracht? Ihr kämpft ja wie ein Erzdämon. Beim Stein, seht sie euch alle an. Warum habt ihr mich angegriffen? Javier sagte, ihr habt Fragen gestellt. Oh, seht mich nicht so an. Ich habe ein Kind. Wie soll ich denn sonst Geld verdienen? Sagt mir, wo euer Hauptquartier ist. Ich kann nicht. Das müsst ihr verstehen. Javier weiß, wo ich wohne. Ich habe eine kleine Tochter und wenn ich rede, wird sie es büßen müssen. Nicht so sehr wie ihr, wenn ihr nicht redet. Nein, Javier bringt mich um, wenn ich rede. Da sterbe ich lieber im Kampf. Okay, dann sterb. Wie du willst. Du hättest auch reden können. Ach, ist Morrigan gerade aufgestiegen oder was soll das? Ich bin bereit. Ja, wir haben den Fingerknochen, endlich. Genau am Ende des Parts, das ist ja wunderbar. Das trifft sich wie immer perfekt. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Stellen uns dann direkt davor, vor die verdächtige Tür und kommen dann nächstes Mal da endlich rein und dann würde ich auch sagen, dass wir hier den Schnitt machen und dann sehen wir uns, ich weiß nicht, wann der nächste Part hochgeladen wird, ich glaube am Mittwoch wieder und deswegen bis dann, also haut rein.